Hallo zusammen, ich habe hier wieder mal eine Liontron-Batterie und die hat einen riesen Sicherheitsmangel. Die kann man nämlich fremd steuern. Wir haben die eigenen Batterien, hier könnt ihr nur abfragen. Die stelle ich auf die Seite und wir nehmen diese Liontron-Batterie. Ich habe hier, also da ist kein Kabel dran, nichts. Da ist irgendwie nur dieser Kasten. Ich habe hier zwei Schalter. Das seht ihr in einem anderen Video, wo ich den Kasten zeige. Ich kann hier einschalten. Und ich kann übers App, und zwar nicht das App von Liontron, zum Beispiel hier Batterie ausschalten, bestätigen und dann geht die Lampe aus. Ich kann das aus der Distanz machen, wieder Batterie einschalten, bestätigen, ja, Lampe geht wieder. Ausschalten, bestätigen. Wie komme ich jetzt dazu, dass diese Liontron-Batterie das nicht kann? Und zwar habe ich die größere, wobei das spielt gar keine Rolle, geliefert in eine Gartensiedlung. Und dieser Kunde, der hat eine Solaranlage, eine Liontron-Batterie, einen Wemo-Kühlschrank und die größten Tomaten und den schönsten Garten und alles. Und mit seiner Art ist er vielleicht auch nicht so aller Leute Freunde. Dann ist er auch der Meinung, also Kinder so bis 25, Jugendliche, die hätten in der Anlage sowieso nichts zu suchen. Und der hat das Problem, dass seine Batterie ausgeschaltet ist. Bis ich dann drauf kam, war ein anderes Thema. Haben wir die erste Mal ausgetauscht und dann die zweite, wie ausgeschaltet. Na, wenn ihr wissen wollt, wie ein Handy funktioniert, wie das geht mit den Apps und Download und so weiter, müsst ihr nicht mich fragen, da fragt ihr bestens so einen 10-Jährigen, so ein Knirps. Der hat mir gesagt, das ist kein Problem, kann man runterladen, bla bla. Das App hat er mir runtergeladen und zwar nicht von Liontron, sondern vom Hersteller dieser Batterien. Liontron ist ja nur ein Händler. Ja, jetzt wenn ihr auf dem Campingplatz seid oder eben im Schrebergarten, Schrebergartenanlage, und ihr habt da euch Freunde geschaffen oder nicht so gute Freunde, wenn ihr nicht da seid oder ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs oder ihr geht Brötchen holen mit einem Handy im Sack, dann mit dem Standard-App von Liontron meldet sich das App ab, sobald ihr keinen Kontakt mehr habt. In dem Moment kann sich ein anderer einloggen und die Batterie ausschalten. Punkt. Er kann noch viel mehr. Er kann die komplett verstellen. Ja, Punkt, fertig. Was macht man? Freude haben, sich ärgern. Weil ihr könnt die nicht wegstellen, wenn ihr nicht die richtige App habt. Ich sag euch nicht, wer das richtige App hat. Was man jetzt aber machen kann, ist diese Batterie mit dem PIN schützen. Ihr braucht sowas dazu. Das Teil müsst ihr in der Nähe von der Batterie installieren oder hinlegen. Einen halben Meter, sagen sie. Am besten ist übers Bluetooth, übers BMS. Und dann kann man hier zum Beispiel ein PIN anlegen und dann ist es eigentlich nicht mehr möglich, euch die Batterie auszuschalten. Wir bieten jetzt diesen Leuten, die so eine Batterie bei uns kaufen, dass wir ihnen für einen Aufpreis von 50 Franken
ein PIN installieren. Punkt. Ich mache euch hier oben einen Link über die Arctic-Batterie, die nicht funktioniert, wenn es kalt ist. Für das soll es ja, bei minus 30 Grad. Hier unten ein Link über die Batterie, die ich euch vorher gezeigt habe, die eigene. Da kann man wirklich nichts machen. Es gibt auch ein Passwort, aber kriegt keiner. Und hier die neue 200 Ampere Batterie, die wir im Sortiment haben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.